Die Karte haben sie schon mächtig vergrößert, also selbst die Kartengröße ist ohne Schnellreise schon recht also recht heftig, man muss ewig weit reiten. Ich könnte natürlich auch wenn man jetzt bauen kann man ja glaube ich noch nicht, aber man kann glaube ich schon Land reservieren, das kann ich mal probieren und dann gleich neben drei Goldadern. Was ist denn hier eigentlich passiert? So, als hätte hier schon jemand versucht, was zu errichten. Die genau neben Goldadern auf ein Zelt aufschlagen, könnte man immer schön in seinem Haus bauen und immer Gold abbauen. Hätte immer genug Kohle. Also momentan habe ich ja relativ 1200. Das ist jetzt nicht so wenig. Oh nein, mein Pferd ist tot. Mehr oder weniger. Kann ich irgendwas füttern? Natürlich nicht. Kräuter? Mal probieren. Nein, nein. Schade. Das Beste, was einem passieren kann, dass dem Pferd mitten irgendwo in der Walachei die Puste ausgeht. Ach, hier ist Vainbank. Da bin ich doch gespawnt. Da muss ich doch eh hin. Gibt dem Pferd Black Horse Whisky. Ja, stimmt das, ne? Schwarzes Pferd. Schwarzer Schnaps. Müsste wirklich rennen wie Hutte. In der lila Laune, Bär. Milroy Farm. Da gibt es doch bestimmt eine Quest. Wer hätte das gedacht? Vor allen Dingen Farmer geben Daily Quests. Da hast du viel Spaß. There's a guy in Broxton named Adam that really has some great plans and other wares that nobody else is able to find. Even thought I live next to that worthless dust bowl town. At least there's a train station nearby. I've got a shipment coming in that. I need you to pick up and bring me. Head over and find Adam by the train station. I should be somewhere near him in a blue barrel. Okay. Yar. Yar ha in a buddel voll rum. So, sind wir quasi in Fakestown oder wie auch immer es heißt. Cooper Bank. Ne, Copper. Copper Bank. Cooper Bank ist was anderes. Die haben einen grünen Schildkrötenpanzer. Nobody wants to buy my wares. We're just a small rinky-dink town without much traffic. I guess I'll pay you to bring some things to the next town over for me. Take this box of supplies on the porch to Crystal Point and drop it off at the general store for me. Ja, da habe ich schon mitgekriegt, wie man das macht. Eben nicht. Aber vorher will ich dich berauben, mein Guter. Hast du eine Kiste? Jo. Hat er nicht. Ich dachte, ich wäre schon da. Wo bin ich? Wirklich in den entlegensten Winkeln noch irgendwelche Städte und keine Ahnung. Gibt es hier überhaupt was? Schauen wir nicht. Das ist ja wirklich tote Hose. Da stehen ja nicht mal NPCs irgendwo rum. Wie weit muss ich jetzt noch reiten? Die Train Station ist bestimmt die da. Reiten wir zuerst hin.
Dudelu. Hätte ich richtig? Ja, fast. Da ich die auch nicht markieren kann, entweder habe ich die noch nicht entdeckt, was ich mir nicht vorstellen kann. Oh, da führt ja richtig eine Allee hin. Allee. 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 Viele Bäume und eine Straße. Ja, das ist eine Allee. Irgendwie so ging das, glaube ich. Jetzt muss ich theoretisch wieder zurückreiten, aber ich noch irgendwas zu erledigen in dieser mistigen Stadt. Ich irgendwie noch was mit Brooktown. Hat das Ding echt noch keiner abgeholt? Quatsch. Milkeck. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass hier irgendwas wäre. Die Animation ist immer noch so lustig. Hui! Bruder Rich. Da war ich doch überall schon. Hä? Das ist der Terrasse, ne? Das habe ich mir nur gewünscht. Jetzt gib mir doch mal was Cooles in der Kiste. Oder vielleicht erstmal eine geschlossene Kiste? Schon zu viel verlangt? Ich muss da runter. Wo findest du eigentlich den Alk? Ich habe den bis jetzt noch nicht gefunden. Also, diesen krassen Alk, den ich gefunden hatte, den ich mir eingepfiffen habe, weil ich dachte, ich werde über den Haufen geschossen. Den habe ich in der Kiste gefunden. Und ansonsten hat man den ganzen Essenkram und alles immer irgendwo gefunden in den ganzen Häusern und Farmen. Aber irgendwie entweder ist einer immer schneller als ich oder die haben das Loot runtergeschraubt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, irgendwas wollte ich hier in Vane Bank. Ich sollte, glaube ich, irgendjemanden besuchen, oder? Plants. Ezra Valley habe ich natürlich nicht gesehen. Locate Lantern. Nein. Nein. Nein, ist es auch nicht. Visit Location Vaneback. Ach so. Und den Sheriff. Natürlich. XP. Einfach nur dafür, dass wir hier reinmarschiert sind. Und dem Gesetz wurde wieder Genüge getan. Ja, man kann ja nicht irgendwie rumklauen. Das wird sofort bestraft. Der hatte nicht mal eine Waffe. Würde ihn also nicht so viel ausgemacht haben, dass ich ihn getötet habe. Was? Ist das schon wieder einer? Oder war das der, den ich erschossen habe? Nein, Leo. Ich glaube, wenn ich erschossen worden wäre, dann hätte ich nicht so einen locker-flockigen Spruch gelassen. Der wäre ein bisschen mad gewesen. Joa, ne? Ich glaube, eigentlich müsste ich jetzt dahin.
dann wäre es auch einmal Zeit, dann sich lang zu machen. Einfach über den Haufen geschossen. Ohne irgendwelche Skrupel. Der hatte, glaube ich, den gleichen Status wie ich letztens. Kein Stern, aber trotzdem gesuchter Verbrecher. Und dann musste ich doch reagieren. Ich musste doch. Es blieb mir keine andere Möglichkeit. Ich weiß, dass ich den Alkohol da auch... Es gab irgendwo einen Store, der hatte andere Alkoholvarianten, aber jetzt frag mich mal, wo der war. Audi! Hat das gehört? Ich habe keine Ahnung. Da wir jetzt hier nochmal eine Survivalist-Map haben. Nice. Können wir nochmal eine Westen. Leo, halt die Klappe. Immer rein in die Wunde. Ja, da ist er doch durchgerannt hier. Ja. Irgendeine Passage sollte ich doch noch ausfinden für den einen Typen in der Stadt. Den Pass habe ich noch nicht passiert, glaube ich. Haha, den Pass passiert. Ist definitiv ein Spiel für mehrere Leute. Leo, you know? Mehrere Leute? Ist die Truhe offen? Die sieht... Oh, die ist zu. No way! Dass ich das nochmal erleben darf. Ja, 4 Crafting Wood. Jetzt kann ich dir eine Quest abgeben. In der Motherfucking Hauptstadt. In Stone Creek. Kein Anschluss hinter dieser Nummer. Warum bist du so, Leo? Warum willst du mir nicht helfen? Willst du nicht mit mir zusammenspielen? Ist es das? Ach, guck mal an. Gute Idee mit dem, ich sammle erstmal alle Quests und mach die dann zum Schluss alle zusammen hier. Toll. Richtig gut, Daniel. Richtiger Vollmongo. So, wenn ich jetzt noch wüsste, was das letzte war, was ich fixen sollte. J. Ich habe schon 10 Missionen komplettiert. Nein. Azure Valley. Nein, 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 nein. Fix the Stove. Wenn ich jetzt wüsste, was der Stove... Was ist ein Stove auf Deutsch? Leo, du kennst dich doch aus hier. Sag mir, was das Stove auf Deutsch ist. Das muss ja hier irgendwo sein. Könnte ich mir vorstellen. Doof. Der Herd. Alles klar. Na denn. Selber zu faul, die 20 Meter zu laufen, ey. Was für ein Typ. Wer Englisch kann, ist klar im Vorteil. $200 Erfahrungspunkte und $25. Ich bin schon für weniger Erfahrungspunkte und weniger Geld viel weitere Strecken geritten.
So, hier war auch noch mal irgendwas. Hinter irgendeinem Laden sollte irgendwas stehen. Ich mich recht entsinne. Da, das Fass hatte ich hier aufgenommen. Und der Kollege, der da steht, war irgendwie sich zu fein, um nach hinten zu gehen, um seine Lampe zu holen, glaube ich. Da müssen wir noch mal kurz nachgucken. Irgendwie Stone Creek, West Point, Donnerbrook, Eastbrook. Brocktown, das war's nicht. Broken George. I left my lantern at my house in the back on the dresser and I'm going to be busy day and I want to get it. Dresser, und was war hier? Da war doch noch eine, irgendwie eine. War jetzt echt nur noch eine Quest? Stimmt, das Haus da hinten. Da wäre ich auch zu faul, dahin zu lauschen. Irgendwo hier ist, hoffe ich, dass jetzt das eine Laterne hier drin rumsteht. Na klar. Sonst lag hier immer alles voll mit Krams, das man mitnehmen konnte. Oder den man mitnehmen konnte. Ist alles weg. Ist alles rausgepatcht. Deswegen hatte man da immer, man hatte so extrem viel Essenskram und so. Verstehe ich nicht. Nochmal $25. I'm rich. Ist denn hier? Own a plantation. Pitch a tent. Mine 100 Nuggets. Ich habe 28 schon gemeint. Use lockpicks to open 30 chests. 3 geöffnet. Kill 100 civilians or deputies. Null. Achso, das ist halt. Ne? Sheriff, kill 100 Outlaws. 5 habe ich schon. Unlock 5 Safe Houses. Reach Level 50? Es gibt 50 Level? Sell $10.000. Worth of Gear to the Vendor. Ich habe schon 7.200 gesellt. Ach, stimmt, die ganzen Klamotten. Bin ich ja fast dran, ne? Use in 10 Treasure Maps. Ich habe eine genutzt, keine Ahnung, was es bringt. Use, ja, besauf dich richtig. 100 Whisky saufen. 20 Waffen-Upgrades. Geht doch, glaube ich, gar nicht, oder? 200 mal den Garten. Ernten 10 Viecher. 50, was? Kill 100 Animals. Kill 50 Animals. Okay. Gibt noch keine. Get stuff from Traps. Also doch. Es gibt Animal Traps. Repair 50 Weapons, kann 700 Magic Dust. Habe ich bei einem Spieler sogar schon gesehen. Aber muss man wahrscheinlich aus irgendeiner Kiste ziehen. Kill Players with Explosives. Geht doch nicht. Gibt doch noch nicht. Also zumindest nicht zum Kaufen. 500 Kisten öffnen. 500. 1000 Meilen reiten. Ich habe erst 44 hinter mir. 100 Meilen reiten. 10.000 Nuggets. Let's discover new places, 39 vor 100. Wie viel gibt's denn hier noch? 1000 Zivilisten killen. 5000 Zivilisten killen. Ey Leo, das wäre wirklich ein Spiel für dich. Guck mal, wie viel du hier noch, wie viele Sachen du hier farmen könntest. Deploy a small campsites kit, 500. Gott. Complete 100 Mission, 500 Missionen. Meine Güte, das ist doch nicht zu fassen. Das geht doch gar nicht. Ich Tent set up zu besandern, just north of here von Wildrose Farm. Wo waren die? Sunrise? Wildrose. Ach, hier oben irgendwo, da wahrscheinlich.
Da war ich doch schon. Das können wir noch mal schnell machen. Ich jetzt hier alles abgeschlossen. Mal kurz nachgucken. Warte mal. Wo mussten wir da hin? Sunrise Farm. Big Spur. Wo ist denn Ezra Valley? Kann doch nicht so weit weg sein. Blue Barrel. Millrice Farm. Millrice Farm. Millrice Farm. White Rose Farm. Sunrise Farm. Ach, ist ja alles hier in der Nähe. Oh. Ich könnte eigentlich nach hier, nach da reiten. Oh. Copper Bank. Ach, da muss ich auch noch hin. Also, dass sie das hier mit dem Punkt gemacht haben. Da haben sie ein bisschen die Difficulty aus dem Spiel genommen, würde ich mal sagen. Die Schwierigkeit. Das hätten sie ruhig mit Kimmelkorn lassen können, auch wenn ich da wahrscheinlich auch selber öfters geflucht hätte. So, das ist neu. Dass man jetzt genau sieht, wo was ist, das ist super. Bis auf die Städte haben sie nicht eingetragen, oder? Doch. Nur die hier oben nicht. Haben sie wohl vergessen. Das ist gut, dann weiß ich jetzt wenigstens, wo ich immer hinreiten muss. Und ich wollte eigentlich nach Big Spur, um da eine Quest zu machen. Aber ich hatte, glaube ich, noch was in Wild Tusk, ne? Relic Hunt. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Oh, da müssen wir sogar hin. Also ich nur hoffen, dass ich schneller bin als die anderen. Das sind nur 700 Meter. Die Chance ist gut, dass wir da hinkommen. Schönen guten Abend, Flo. Grüß dich. Bist du auch auf der Suche nach einem entspannten Wild West Abend? So wie ich auch. Sitzend im Wohnzimmer. Auf 3 Quadratmeter eingefärcht. Nur mit dem nötigsten an Equipment. Nein! Guck sich einen an, wie viel dahin reiten. Ich flipp aus. Ach, du wartest, bis die Servererwartungen von Destiny 2 fertig sind. Immerhin bist du ehrlich. Irgendwo hier. Ich muss es nur für den anderen finden. Ich habe vor allen Dingen keine Ahnung, wonach man hier sucht. Ich könnte laut schreien, dass ich es gefunden habe. Vielleicht glauben es mir die Leute. Anyone found it? For what we are searching for? Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt das Journal aufrufe. Steht noch 27 Minuten. Ich habe keine Ahnung, ob schon jemand, ob das verschwindet, sobald man was gefunden hat, oder ob das dann. Oder ob die Zeit dann trotzdem da stehen bleibt.
Ich vermute immer ganz stark, dass irgendeiner schon das Ding gefunden hat. Mist. Jens. Er heißt Jens. So wie die hier alle abgedampft sind, vermute ich mal ganz stark, dass es schon jemand aufgeklaubt hat. Magda Reinholzen, besserer Name. Guten Abend. Schock das Spiel. Naja, es ist eine Alpha. Sie haben ein bisschen was reingemacht. Dass es jetzt schockt, würde ich nicht sagen. Es ist eine nette Beschäftigung nebenher erstmal. Man muss halt dem Spiel erstmal eine Chance geben, ne? Es ist ein bisschen mehr Content reingekommen. Das macht an sich ganz gut Spaß. Erstmal. Es beschäftigt auf jeden Fall. Bin gespannt, was halt noch reinkommt. An sich. Jein, also ich denke mal, die meisten finden das bisher unspektakulär. Aber ich finde es eigentlich ganz chillig. Ah, hier, das ist das, was wir suchen. Und die Kiste ist sogar noch zu. Hoho! So viel Glück muss man erstmal haben. Was kriegen wir? Wow! Ein Advanced Miner's Pickaxe. Sieht die anders aus als die, die ich jetzt schon habe? Advanced Pickaxe, fashioned from bits with welded steel and a smooth wood group. That is excellent for mining. This advantage pickaxe decreased mining time required as well as increased yield. Okay, es geht also schneller. Was mich wundert, hier sind wieder keine Items. Heute einen gesehen, der Items gelootet hat. Aber irgendwie finde ich das hier nicht. Also ich habe bis jetzt noch keinen Whisky oder was ich was gefunden. Was haben wir jetzt hier eingesammelt? Das war das irgendwie mit in the Nord, in the Nord, in the North irgendwas einsammeln. Things to do? Ach so, das hier war's. White Rose Farm. I've got a tent. Blablabla. Also, das müssen wir zur White Rose Farm bringen. Milboy Farm. Der 2. Copper Bank. Bring the supplies to Crystal Point. Gucken. Wir müssen da runter. Ezra Valley, habe ich denn schon. Alter! Das Ding ist, er hat mich jetzt angeschossen und ist jetzt kein Bandit mehr. Man hat den Banditenstatus dann nur 5 Sekunden. Ergo müsste mich nochmal anschießen lassen. Und er hat eine verdammte Winchester, Alter. Schießt der aus dem. Das tue ich mir nicht an. Vielleicht trifft er mich jetzt nochmal. Fail incoming. Nee, das muss jetzt echt nicht sein. Einfach weil er den besseren. Er hat einfach mal die bessere Waffe. Ansonsten würde ich ihn schon aufs Korn nehmen, aber dadurch, dass. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war, gestern. Oder ob sie den Status im Nachhinein nochmal nachgebessert haben, dass man den Banditenstatus nicht so lange hat, wenn man jemanden anschießt. Dann wird es jetzt mehr zu mehr Schießereien kommen, vermute ich mal.